Servus. Ja, hallo, servus, Alexander. Heute habe ich eine spannende Frage an dich. Ich habe deine Storys leider schon gesehen, das letzte Mal mit den emotionalen Ankern. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber was ist denn das überhaupt, emotionale Ankern? Also, ich kenne ja Ankern vom Preis, ja, Preisankern, aber was heißt jetzt emotionale Ankern? Genau. Also Ankern, das kennen viele Leute, das ist, wenn man einfach mal einen Preis raushaut und den anderen damit beeindruckt und dass das ein bisschen bei dem im Kopf hängen bleibt. Das Schwierige für Verkäufer ist aber, wenn da jetzt drei Verkäufer anstehen bei einem Kunden, dann kann das sein, dass man den Anker irgendwo völlig falsch wirft. Ja? Also nämlich viel zu hoch und der Kunde gleich sagt, Dankeschön, Wiederschauen ist viel zu teuer. Emotion dazu verbinden, also emotional ankern, ist, wenn du dem Kunden so zuerst erklärst, sie wollten genau das Schönste, Größte und dieses Teil haben. Und ich weiß auch, dass ihnen der Preis wichtig ist. Darum habe ich das jetzt schon vorher berücksichtigt und werde ihnen jetzt gleich den bestmöglichen Preis präsentieren. Und jetzt hast du eine Emotion damit verbunden, dass der Kunde schon weiß, aber viel verhandeln kann jetzt nicht mehr. Wenn der sich schon vorher was überlegt hat, auf mich eingegangen ist, ui, 20% träumen wir jetzt nachher dann vielleicht nicht mehr gleich sagen, sondern vielleicht nur noch 5 oder vielleicht dann was außer dem Preis können sie denn sonst noch machen, ja, was natürlich das Ideale wäre. Das ist emotional ankern. Da kannst du einiges an Rabattschlachten gleich vorwegnehmen. Ja. Okay, das heißt zuerst, wenn ich das richtig verstanden habe, zuerst die Emotionen zeigen und dann sagen, und ich habe mich deswegen besonders ins Zeug gelegt Genau. und das einmal vorausschicken und so mal den Anker setzen, dass preislich eigentlich eh schon. Genau, dass du nämlich schon was getan hast. Ja? Also sagst, sie sind uns als Kunde wichtig, dass wir da das Projekt gewinnen. Und genau deswegen habe ich schon vorher mit meinem Chef geredet, dass wir nicht lange mal dumm eiern, dass wir den Rabatt gleich einpacken und wir machen ihnen sofort den besten Preis, den wir können. Und das ist das und das. Und können wir zu dem Preis abschließen. Da Okay. traut er als Kunde nachher was sagen. Ja. Da traut sich keiner mehr was sagen. Aber ich sage das, wie es ist. Also im Verkauf, wir machen sowieso immer die besten Preise. Ne? Die Frage ist Ja. nur für wen. Ne? Ja. Erstens das, aber es ist nicht jeder Verkäufer auch so überzeugt davon, dass das jetzt der beste Preis ist. Ja. Das stimmt, ja. Also, wenn du da mit einem kleinen Fragezeichen kommst, naja, die 1000 Euro, das waren so unser bester Preis, und dann klopft einer drauf und sagt, naja, 10% gingen eh. Ja, wäre ich gerade erst warm, wenn man 10% gingen, dann gingen auch 15 oder 20. Ja. Das ist sicherlich eins, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Das ist sicherlich eins der ganz wesentlichen Dinge, dass man, also ich habe ja schon alles erlebt. Ich habe ja schon gesehen, dass Vertreter, also im Außendienst, Leute zum Kunden gehen und irgendwas vorstellen und der Kunde fragt, was kostet das und der weiß es nicht einmal. Ne? Also das ist ja der Worst Case. Aber eben so wie du sagst, na ja, da ist dieser Listenpreis und was man machen kann, na, das muss ich mir anschauen. Wenn ich mit der Einstellung hingehe, na klar, da fährt mir der Kunde vorher rein, ne? Also da gehe ich dann ohne Hosen wieder raus. Ne? Ja, und es gibt genug Verkäufer, die da noch Potenzial haben, sagen wir es so. Ja. 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 Und das kann man sich ein bisschen vorbereiten, wie man das präsentiert. Das kann man jedes Mal ein bisschen variieren. Also selbst wenn du dreimal zum gleichen Kunden gehst, kannst du die Geschichte dreimal ein bisschen variieren. Und am Schluss, beim vierten Mal, ist schon seine Erwartungshaltung, dass du gleich mit dem besten Preis kommst. Ja. Ja, Dass er ja, vielleicht gar nicht ja. mehr so viel verhandeln kann. Ja. Ja, dass er das als Benchmark nimmt. Ja, Genau. das ist es, Ja, super. was ich als emotionales Ankern bezeichne. Ich hoffe, der Tipp Also hilft da. ein paar Leuten, die bei uns zuschauen. Ja, Ansonsten. das hoffe ich auch, weil es also ist ein Riesenthema. Zum einen immer hinter dem Preis stehen, mit einem selbstbewussten Auftreten Ja. und da nicht sofort klein einknicken und das andere eben dieses emotionale Ankern. Das finde ich genial, ja. Ja, super. War ein lustiges, kurzes Gespräch mit dir. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Alles klar, Klaus, hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal, ciao. Servus.